Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fernbus-Simulator. Und zwar sind wir ja beim letzten Mal von Braunschweig nach Bielefeld gefahren. Und ich habe ja vor, bis nach Dortmund zu fahren, bis immer weiter in den Westen voranzukommen. Und heute stehen wir hier in Bielefeld und setzen unsere Fahrt nach Dortmund fort. Und ich würde sagen, wir checken einfach mal ein. Steinhunde, da bist du hier leider komplett falsch. Wäre schon praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht in den Bus nehmen müsste. Ach so, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler. Ja, kann passieren, ne? So, gut. Dortmund ist richtig. Danke, aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Ach, wirklich. Ist ja Wahnsinn. So. Hallo? Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Okay, dann, Dortmund. Dankeschön. Bitteschön. Sie? So, die ist schon weg. Gut. Er hat keinen. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Tür nicht aufgemacht? Nimm doch auf. Wieso? Mahlzeit. Ist das gültig? Danke sehr. Hallo. Ich hoffe sehr freundlich. Hi. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Ob du richtig bist. Die Oma möchte noch mit. Hier ist mein Tipp. Danke. Wer denn noch? Hier sind noch welche. Servus. Sie wollen Dortmund. Hallo? Ist das gut? Dortmund. Hallo. Ich hoffe, sehr freundlich. Dortmund. So, da hinten sind noch welche. Ciao. Sie wollen. Ciao. Dortmund. So. Er hier noch. Mahlzeit, bin vielen Dank. So, und so, wenn denn, habe ich den jetzt noch. Geh in den Bus, dann habe ich alle. Sehr schön. Klappen zu. In den Bus steigen. Wir machen mal noch ein schönes, hübsches, kleines Foto, würde ich sagen. So, dann hinein. Klapp zu. Türen zu. Dann Fahrzeug starten. Blinker setzen. Auf geht's. Nächste Station. Dortmund. Komm, fahr. Lass mich sonst sowieso in die Karre. Na komm. Mein Gott, was dauern die Ampeln immer lange in dem Spiel? Blitze, wollen wir mal ein bisschen langsamer werden. So, wir sind noch im gelben Bereich. Ich denke, das ist dann noch einigermaßen erlaubt.
hoffe ich. Achso, ist Ziffer 100. Sehr gut. So wie das aussieht, wird es mit Sicherheit gleich noch Regen geben. Ist auf jeden Fall ziemlich dunkel hier. Fahren. Wir müssen sogar. Und dann geht's auf die Autobahn A2 oder Autobahn 2. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich spiele diese Spiele jetzt, wenn ich die für YouTube veröffentliche, dann ohne Radio, weil einfach da Originalinterpreten abgespielt werden und ich weiß nicht, wie sich das mit dem Urheberrecht verträgt. Von daher habe ich das Radio einfach auf stumm gestellt und ich denke, damit bin ich dann auf der sicheren Seite. Weil das ist ja immer so, ne, mit den Urheberrechten und wenn da die Originalmusik abgespielt wird mit den Originalinterpreten und ja, da bin ich bei sowas immer vorsichtig. Man will ja auch keine Urheberrechtsverwarnung haben. So, was gibt's da wieder? 130, 120 und 100. Gut, das sind wir ja, haben wir ja alles im Rahmen. Wir dürfen ja sowieso nicht fahren. Ihr fahrt aber zu schnell da vorne, ihr Kollegen, ne? Ich sag nur mal so, das ist 100, aber acht ihr mal. Ach, das ist eine Polizeikontrolle. Seht ihr das? Ah, das nervt. Dann muss ich jetzt hier runterfahren. Und dann mich einmal kontrollieren lassen. Ach, da können wir auch gleich rasten, oder? Ich eh schon mal hier bin. Wo ist jetzt diese Kack-Kontrolle hier? Vorne. Tanken muss ich noch nicht, da fahren wir einfach durch. Komm. Da stehen die netten Herren, Damen und Herren von der Polizei. Schauen wir mal, ob wir alles erfüllen. Führerschein sollten wir haben, passt. Fahrzeugschein sollten wir haben, passt. Licht, tut. Warndreieck, passt. Warnweste, haben wir angeschnallte Fahrgäste. Tipptopp, Tachograph,
Wunderbar, ich würde sagen, wir haben alles erledigt und es passt alles. Ach, ich lasse es manchmal so fortsetzen. Dann kommen wir mal ein Stück weiter. Dann fahren wir gleich mal hier uns zum Rasten hin. Können die Damen und Herren mal Toilette. So. Machen wir mal die Türen auf. Und dann gehen wir mal auf Rasten. So. Wunderbar, dann machen wir die Türen wieder zu. Und dann geht die Reise weiter. Y gedrückt. Ja, wie soll das gehen, du Vollidiot? Boah, ich drehe noch durch heute, das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 das nervt. Wie soll ich den Gang zurücksetzen, wenn das gar nicht geht, du Vollpfosten, ey? Ja, endlich. Nein, er geht. Ist manchmal nicht einfach. Naja, nichtsdestotrotz setzen wir unsere Fahrt jetzt fort Richtung Dortmund. Unsere Polizeikontrolle und unsere Pause haben wir soweit alles super erledigt, sodass wir dann jetzt weiter gen Westen fahren können. Wunderbar. Scheint so, als ob sich der Regen auch verzogen hätte. Auf jeden Fall nicht mehr ganz so dunkel, nur ein bisschen diesig.
15:09 sollen wir dann in Dortmund eintreffen. Perfekt. Da hinten rechts. Schönes Kraftwerk. Wenn man so schaut. Da. Wunderbar. Wunderbar. Oh. Sollte schon auf der Straße bleiben dabei. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob wir dann den Rest der Karte, da, die da ja im, links im Westen noch ist, freischalten, wenn wir jetzt in Dortmund einfahren. Weil da sind ja noch so ein paar Stellen, die grau sind und mit so roten Kreisen und mit einem Dreieck drin, beziehungsweise mit so einem Kreuz drin, versehen sind. Kann man noch nicht anfahren und würde mich echt interessieren, wann wir das denn mal freischalten. So, müssen wir jetzt hin? Weiter geradeaus. Das ist gut. Wird jetzt zur A1. Aha, die A1, die kenne ich auch sehr gut. Bin ich oft gefahren, beruflich. Sollten aber links bleiben, so. Bis 80. Dann bleiben wir da mal bei. Nicht, dass wir noch geblitzt werden. So, jetzt geht es natürlich Autobahnwechsel hier. Man ist bestimmt jetzt 50. Ne, noch 80. Gut. 80 ist aber schon fast ein bisschen schnell hier. Die Kurve. Habt ihr es gesehen? Da wäre ich beinahe ins Schleudern gekommen. Holla, die Waldfee. Das kann echt böse enden, dass man dann da ins Schleudern kommt und zack, hängt man da eine Leitplanke drin. Also das schnell passiert. So, und schon wären wir auf der A1. Was ist denn hier passiert? Ich brauche gar keinen Blinker setzen. So, können wir jetzt wieder 100 fahren. Frankfurt, Bonn, Köln, Dortmund geht gleich rechts ab. Ihr habt es gelesen. Schätze ich mal. Boah, blendet die Sonne. Ja, es ist November, ne? Geht natürlich die Sonne ein bisschen schneller. Essen stand da auch schon. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch hin. So, rechts herum. Aber das werden wir dann alles in einem anderen Video klären, ob wir da hinfahren können. Heute, in diesem Video, geht es erstmal nach Dortmund. Hätten wir auch soweit erledigt. Ob wir dann nachher noch auf der A31 fahren können? Oh, das wäre ja mega geil. Ist ja fast bei mir zu Hause. Das wäre saugeil, wenn wir wirklich so weit fahren können. Das von Essen dann Richtung Westmünsterland. Das wäre mega geil. Aber soweit sind wir noch nicht. Das wird sich alles in den nächsten Videos klären. Wie weit wir in den Westen reinkommen. Es macht auf jeden Fall Lust, das rauszufinden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Düsseldorf, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen. Soweit sind wir schon mal auf jeden Fall. Gelsenkirchen, können wir noch ein bisschen nach Schalke fahren. Ja. Vielleicht können wir ja da auch noch hinfahren. Das wäre auf jeden Fall saugeil. Ach, jetzt hätte ich... Scheiße. Egal, jetzt muss ich ein bisschen schnell sein. Darüber muss.
Boah, das war aber jetzt gekonnt, wa? Das war, ohne anzustoßen, irgendwo, ohne einen Unfall zu bauen, noch die Ausfahrt bekommen. Das kann auch nicht jeder, schon gar nicht mit einem Riesenbus. Das muss man einfach mal so sagen. Ei, jetzt habe ich das Schild mitgenommen. Ah, tut mir leid, ich habe das Schild mitgenommen. Das war mein Fehler. So, und zack, sind wir in Dortmund. Herzlich willkommen in der Feindesstadt, sage ich jetzt einfach mal. Ich als Schalker muss das einfach so sehen. Fühle mich hier nicht besonders wohl, auch wenn es so virtuell ist. Wir dürfen hier 60, aber jetzt ist erstmal rot angesagt. Ja, das Feindesland Dortmund. Oh, Polizei direkt neben mir, habt ihr es gesehen? Mad-X. So, und dann sind wir auch gleich schon an der Haltestelle in 9 Kilometern. Dann haben wir die Strecke auch geschafft. Und dann geht's weiter in den Westen. Hauptbahnhof. Aha. Links herum. So, wir sollen weiter geradeaus, dann heißt, wir müssen hier rüber. Du hast rot, du Vogel, aber ist in Dortmund wahrscheinlich nur eine Empfehlung. Na komm. Leute, die in Dortmund wohnen oder um Dortmund herum wohnen, können mir ja mal sagen, ob das wirklich hier so aussieht, ob das dem Ganzen relativ realitätsnah nachempfunden ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch hier auskennt und ihr sagt, dass ja, so genau so sieht Dortmund aus, die Innenstadt oder überhaupt hier die Gegend. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, weil ich kenne mich leider in Dortmund null aus und von daher würde mich das interessieren. Das Einzige, wo ich in Dortmund war, war am Hauptbahnhof. In einem Spotter-Video könnt ihr das sehen. Von daher würde mich das schon interessieren, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob das wirklich hier so aussieht. Oh mein Gott, die Ampeln sind heute braun, ich freue dich zu mir. Naja, egal. Die letzten 4 Kilometer sind sowieso früher da als geplant. 15:09 sollen wir ankommen, das haben wir 14:04. Nur mal so viel dazu. Und ich bin nicht übermäßig schnell gefahren, also bin ja nach Plan gefahren. Ihr könnt ja mal sehen, dass das mit den Zeiten überhaupt nicht hinhaut, wie die das hier angeben.
Aber sei es drum. Ja, schön, die nächste Ampel rot. Ich breche zusammen, echt. Ach ja. Wird aber hoffentlich jetzt die letzte Ampel sein, mein Gott. Glaube ich, ist die dritte oder vierte Ampel, die rote ist, an der ich stehe. Mindestens. Na komm. So, da vorne ist die Haltestelle. Perfekt. Dann haben wir's. Ich bin mal auf die Auswertung gespannt. Dortmund freigeschaltet. Perfekt. Ja, sind ja auf Flixbus. So. Blinker aus. Motor aus. Türen auf. Und dann steigen wir einfach mal aus hier. Und dann gucken wir uns mal die Auswertung an. So, ausloggen. So, Ökonomie. Haben wir alles erreicht? Hier haben wir alles grün. Ungültige Tickets haben wir nicht. Kontakt mit Zentrale haben wir nicht gemacht. Wozu auch? 370 Kilometer gefahren. Service. Und Überpünktlichkeit. Ist das jetzt ein Mangel? Ist Überpünktlichkeit ein Mangel? Seit wann gibt es denn das? Die Bahn wäre froh darüber. Naja, ich sag da mal lieber gar nichts zu. Alles 100%. So, Verkehrsregeln. Okay, einmal Sachschäden minus 5 und einmal Radarkontrolle. Radarkontrolle, mein Gott. Ja, wir sind ja in von Braunschweig nach Bielefeld zweimal geblitzt worden oder so. Genau, da war was. Fahrverhalten. Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Ja, okay, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir uns doch gut geschlagen. Gehen wir mal fortsetzen. So, das haben wir soweit. Das hier ist eigentlich alles noch, leider noch gesperrt. Warum auch immer, ich weiß nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür noch ein paar Level höher klettern. Wir könnten jetzt von Dortmund, können wir leider nicht besonders weit. Wir könnten dann gesperrt, ist einfach alles Depot. Was ist denn, wenn wir jetzt eine neue Route machen? Erstmal machen wir was ganz was anderes. Wir gehen mal zurück. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus, verdammt? Fortsetzen. Was ist denn, wenn wir jetzt eine neue Route machen? Von Dortmund aus. Das geht leider ja nicht. Aber nach Frankfurt könnten wir fahren. Das wäre doch eine Idee. Vielleicht wäre das eine Idee. Vielleicht geht ja dann was frei, dass wir dann hier so in den Westen rein können. Düsseldorf, Duisburg, Mönchengladbach, Duisburg, Essen auf jeden Fall, Gelsenkirchen und so weiter und so weiter. Das werden wir alles in einem neuen Video sehen. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Haut rein. Bis dann.